Rang 9 mit allen 5 Sternen. Also jetzt der nächste Win mal wieder zurück zu Rang 8. Das geht ja so nicht weiter. Ganz schöne Frechheit. Und wie Sunario gerade richtig schreibt, dass die Eule eigentlich in 99% der Fälle nutze ich die Nil zum Silenzen von Taunts. Da war ich vorhin eine Runde zu früh dran, da habe ich den einen Sieg, naja, ob es ein Sieg gewesen wäre, die Möglichkeit wäre zumindest da gewesen, verschenkt. Das war nicht so gut. Das machen wir jetzt mal besser. Gegen den. Na, den Animal Companion. Auf der 3 behalte ich mal. Worgen Infiltrator, Mad Scientist Wolfrider, das ist keine schlechte Kombi. Das ist auch schon mal ein vernünftiger Anfang. Was bekomme? 4-4 Taunt. Kann ich den Worgen Infiltrator noch ein bisschen länger am Leben halten? Es gäbe mehrere Möglichkeiten. 4-2 Charge wäre auch noch gut gewesen. Der 2-4 Leorg wäre nicht so gut gewesen. Aber 4-4 Taunt. Das funktioniert ganz gut. Na, Hammer of Wrath? Nein, Aldor Peacekeeper. Immerhin. Hält der Taunt dann ein bisschen die 1 HP Minions am Leben. Von daher ist das gar nicht so schlecht. Control Paladin, was wird das sein? Schauen wir mal. Schade. So. 2-2. Die beiden mal raus. So, jetzt kann er mal traden. Passt mir soweit ganz gut. Gucken, was er noch raushaut. Der Mad Scientist natürlich jetzt. An der Stelle kommt er ganz gut. Würde ganz gerne noch das Divine Shield von dem Minibot wegnehmen. Ansonsten ist der Mad Scientist natürlich super mit der Explosive Trap gegen den Aldo Peacekeeper als auch gegen den Knife Juggler. Ja, Master for Battle nervt halt ein bisschen. Nach den 3-1er. Sack. Naja, das ist okay. Das ist alles kein Problem. Jetzt gibt es den Eaglehorn. So, die sind alle tot. Viel Spaß damit. Die kannst du mal alle wegschmeißen da auf dem Board. Hoffentlich kriege ich nicht nächste Runde Explosive Trap, bevor der Mad Scientist die selber ausspielen kann. Ich möchte lieber andere Karten. Der kommt, überlegt nicht lang, die sind tot.
Okay. Ein Big Owl, bitte. Bitte die Eule. Natürlich kommt die Eule nicht. Warum auch? Nächste Eaglehorn. Bisschen zu früh, hätte ich lieber eine andere Karte gehabt. Aber was soll's? Na. Reporting for duty. So, das sieht auch jetzt mal ganz gut aus. Guck, ob er jetzt ein Healing in der nächsten Runde hat. Ansonsten Quickshot sollte auf jeden Fall mir eine neue Karte ziehen. Oder was heißt sollte? Wird mir auf jeden Fall eine neue Karte ziehen. Und habe eh schon gewonnen. Sehr schön. Ich gucke einfach mal, was Quickshot mir zieht. Nur mal, um das zu sehen. So selten wirklich klappt. Aber kein Golem. Hat mir in diesem Fall nichts geholfen. Weil der Türen Fortwing draußen lag. Haben wir wenigstens Rang 8 zurückerobert. Yay, die Leute jubeln. Wenigstens etwas. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Tyxio in den Chat kurz reingeschaut, ist zwar am Einschlafen, wollte nur den Chat schauen, in den Twitch-Chat, weil er noch wissen will, ob er noch Sub ist. Du bist noch Sub und ich freue mich sehr darüber. Und die beiden Explosive Traps gebe ich zurück. Gegen wen? Gegen den Mage. Mad Scientist. Gegen den Mage. Ja, doch, kann und. Weiß man nicht genau, was ist. Ein Mech-Mage könnte es sein. Tempo-Mage. Okay. Zwei Knife, das ist keine gute, keine besonders tolle Hand. Keine besonders tolle Starthand. Greetings, Traveler. Put this apple on your head. Jetzt wird er eh den Mage, den Mad Scientist mit meinem Knife Juggler traden, ja. Nicht überraschend. Ich rechne mit einer Mirror Entity. Schauen wir mal. In der Tat, Mirror Entity. Da ist er nicht so sinnvoll. Sehr schön. Und wenn ich irgendwann den Mad Scientist verliere, kümmert sich eh die Explosive Trap um die beiden Kollegen, um den Abusive Sergeant und den Sorcerer's Apprentice. Von daher kein Stress.
Ne, löst er die Waffe aus? Die Trap? Nein. Was kommt jetzt? Ein Frostbolt auf ihn, na gut. Damit er die Trap nicht so auslöst, okay. Mach mal so, kriege ich immer noch die eine Charge für den Eaglehorn. Ich habe ein bisschen überlegt mit Mana, aber es war alles ungünstig, mit 4 Mana zu spielen, ehrlich gesagt. Den hätte er uns zu leicht gekillt, da hebe ich wieder für die Combo auf. Und so profitiere ich immer noch davon, dass er die Explosive Trap so auslöst. Das geht. Auf 18 HP haben wir ihn runter. Und das ist gegen das Deck, was er spielt, eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Das Problem ist jetzt, brauche ich meine Eule. Bekomme ich nicht. Schade. Ja, die Belcher nerven natürlich ein bisschen. Taunts immer ganz gern drin gegen Akrodex. Sludge Belcher, einer der besten Taunts damit. Schauen, was wir jetzt bekommen. Gar nicht so schlecht. Ah, jetzt habe ich natürlich falsch rumgespielt. Ich wollte erst Unleash the Hound spielen. Das war gepennt von mir. Ein Schaden verschenkt. Was ich natürlich rechnen kann. Oh, das war... Das war gerade gepennt. So, jetzt möchte ich nicht meinen zweiten Quickshot, sondern... Ein Wolf Rider wäre okay. Das ist natürlich gerade blöd, in der falschen Reihenfolge, nicht aufgepasst. Das sind die kleinen Fehler, die ich öfter noch mache. So, Kill Command bitte. Das geht auch. Das geht natürlich auch. Oh, schon hier. Ui. Nur 2 Sterne vom nächsten Rang entfernt. Den holen wir uns, den nächsten Rang. Den holen wir uns. Psycho schreibt, mein Stream wäre ein Geschenk für jeden Tag. Das ist aber nett von dir. Na, was ist das für ein Lock? Hat man verschiedene Möglichkeiten. Das haben wir meistens Zoo-Locks gesehen. Und je nachdem, was er in Turn 1 ausspielt, davon wird es abhängen, ob ich den Knife Juggler rauscoine oder die Worgen Infiltrator spiele. Wenn natürlich, wenn er jetzt netterweise nichts auf der One spielen kann, ich den Knife Juggler rauscoine, 2 Worgen Infiltrator spiele, das wäre schon mal ein schöner Start. Das sieht nicht so schlecht aus. Aber es gibt verschiedene Sachen, eine Dark Bomb, es gibt genug Sachen, die meinen Plänen einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Allerdings könnte es auch gut sein, dass er überlebt. Wenn er nur ein Minion ausspielen kann. Na, oder so. Fucking Fucker. Fuck this fuck.
Naja, machen wir wenigstens mal ordentlich Damage. Geht ja auch noch. Schade drum. Natürlich, wenn er einen Zulok spielt, ist es für ihn ziemlich wichtig, den Knife Juggler zu silenzen, weil sonst ist gleich alles gestorben wäre. Das ist schon nicht verkehrt. Aha, ein Quickshot. Zwei Quickshots auf der Hand sind natürlich ganz schöner Dreck. Der Imp Gangboss. Da lohnt es sich auch nicht drauf zu gehen. So, jetzt wäre für mich ganz nett. Okay, gucken, was er noch macht. Ich will jetzt wohl. Ein Unleashed the Hounds würde ich wohl mitnehmen. Ein Wolf Rider. Wieder durchkommen. So, nächste Runde. Wie wäre es denn? Explosive Trap würde ich direkt auf die Hand nehmen, sogar mal. Wo es nicht so nötig ist. Ansonsten. Der spielt volles Risiko. I will enjoy watching you die. Zwölf im Moment wieder. Ja, fünf, sechs, na schauen wir mal. Mit der Hero Power kann man ganz gut aufs Face gehen. Ich bin noch nicht so, noch länger nicht in Kill Range bei ihm. Von daher muss ich mir nicht so viel Sorgen machen. Mhm. Eine Eule wäre jetzt nicht schlecht. Okay, das ist ganz schön schlecht. Was soll ich denn damit bitte sehr? Wenigstens verliert er erstmal. Ah ne, ihm gibt er was? Nein, ihn opfert er, okay. Das geht alles noch. Da habe ich sogar ein bisschen geschlafen gerade. Aber sein Healing ist eh vorbei. Da ich natürlich, hätte ich statt des Secrets einfach die Hero Power nutzen sollen. Ach, Herr Lee, wieder zu an falsche Sachen gedacht. Was ist denn heute los? Aber man merkt, es ist, könnt ihr mir glauben, könnt ihr mir nicht glauben. Ist tatsächlich aber wahr. Man merkt, wie viel konzentrierter man spielt, wenn man für sich alleine spielt, als wenn man dabei noch redet. Weil ich habe ja, weiß ich gar nicht, was ich das letzte Mal hatte, als ich gespielt habe, Level Rang 11 oder so, als ich letztes Mal gestreamt habe. Und habe ich am Wochenende mal zwischendurch zwar nur, aber recht konzentriert gespielt. Und das Win-Ratio ist wesentlich höher, wenn man ohne dabei zu labern, ohne zu streamen spielt. Man macht viel mehr Fehler und unkonzentrierte Kleinigkeiten, wenn man streamt und dabei redet, als wenn man halt einfach da sitzt und sich auf das Spiel konzentrieren kann. Das ist mir schon häufig aufgefallen, das ist auch keine Neuigkeit. Das sieht man bei jedem Let's Player eigentlich, mal mehr, mal weniger. Manche können das vielleicht besser, so Multitasking, manche können schlechter, so wie ich. Aber man sieht es eigentlich bei allen, sage ich mal, Let's Playern, dass es
dass man sich, dass diese Konzentration tatsächlich drunter leidet, dass man noch streamt. Macht ja trotzdem Spaß, aber das merkt man schon. Da fehlt man mehr Spaß. Dafür ist es ja super, wenn ihr dabei seid. Mir macht es tatsächlich mehr Spaß zu streamen, als alleine zu spielen. Alleine spielen ist auch super, vor allem wenn man gewinnt. Aber so ist es auch ziemlich knorke. Greetings, traveler. My greetings. So, was kommt da? Ein Beak Owl werde ich mir auf jeden Fall aufheben für einen Taunt. Kann gut der 4-6 rauskommen. Der ist immer sehr nervig. 4-6 Taunt, den kriegt man sonst gar nicht weg. Den muss man einfach nur umgehen. Das ist so eine Möglichkeit zum Beispiel. Auf Turn 5, da muss man aufpassen. Und man muss erstmal sehen, was es für ein Druide ist. Okay. Wie gesagt, Haunted Creeper möchte keiner killen. Das ist mal der Vorteil. Zwei Haunted Creeper wäre vielleicht manchmal ein bisschen langsam, aber ein Haunted Creeper, wie gesagt, der eigentlich ganz gut liegen bleibt. Nette Synergien mit Abusive Sergeant, mit der Glaivesuka oder eben auch mit einem Knife Juggler. Der Death Rattle. Gucken wir erstmal, was der Druide jetzt für drei Mana spielt. Kommt schon mal was Starkes. Kommt der Taunt schon? Zum Glück habe ich die ein, Big Owl. Zum Glück. Ja, trotzdem ist ein Sludge-Belcher nicht das ideale Target, um daran die Haunted Creeper zu killen und auf die richtigen Messer zu hoffen, weil er einfach zu viel HP hat. Der nervt einfach, dann soll er ihn halt selber killen. Kann mich nicht um alles kümmern. Mal schauen, ob ich nächste Runde mit 4 Mana vernünftig was machen kann. Oder ob ich irgendwie so 3 Mana irgendwie blöd ausgeben muss, weil ich nichts Vernünftiges ziehe. Schau mal. Na, er will erstmal meine Beasts loswerden. Verständlich. Gibt's halt das Kill Command. Und ihn. Solange die Minions, solange die Beasts nach draußen sind. Ja, irgendwann stehen die Chancen nicht schlecht, dass der nächste Taunt kommt. Die einen Beak Owl. Einen habe ich noch im Deck. Kann problematisch werden. I wonder, I wonder. Okay, er zieht eine Karte damit. Nicht so schlecht für ihn. Wie gesagt, man sieht es. Den Haunted Creeper will immer keiner wegräumen. Obwohl es halt auch ein Biest ist. Das heißt, wenn es nochmal. Nochmal ein Kill-Command gibt.
hilft mir das. Und dadurch, dass das so lange liegen lässt, macht es nämlich dann doch seinen Schaden. Ganz nett. Mal gucken, ob er den Haunted Creeper immer noch liegen lässt, dabei jetzt mal die nach Schnauze voll hat von dem. Müsste man sich anzeigen lassen können, wie viel Schaden er schon gemacht hat, weil der hat jetzt jede Runde angegriffen. Ja, da hat er jetzt genug von. Jetzt hat's gereicht. Und jetzt killt auch die Spectral Spiders. Noch irgendeine Heilung hat. Ein Taunt könnte es nochmal verzögern. Mit Hero Power hat er dann 3 HP. Heilung könnte das jetzt nochmal für ihn umdrehen. Wird aber so oder so knapp. Ich hätte nichts gegen einen Quickshot als nächstes. Da ist es, die Heilung. Da hätte ich auch noch eine Sache besser machen können. Ich hätte ein bisschen, war jetzt nicht, das war jetzt kein Fehler, das war kein unbewusster Fehler in dem Sinne, ui, Rang 7, dass ich es aus Versehen falsch gemacht habe. Aber es wäre besser gewesen, erst die Waffe auszuspielen. Und dann in den nächsten Runden den Charge hätte ich noch eine Runde früher gewinnen können. Das wäre möglicherweise besser gewesen. Das war schon eine Überlegung, es war nicht zufällig, sage ich mal. Aber es war in diesem Fall die falsche Überlegung. Ich hätte geguckt, ob ich vielleicht nochmal ein Secret ziehe. Aber es wäre besser gewesen, erst die Waffe zu spielen. Erst die Waffe.